Hallo und willkommen zurück zu Harvest Moon Back to Nature am ersten Nikolaustag des ersten Jahres. Bevor wir nach draußen gehen, erstmal wieder mit unserem Hund spielen. Och, Mods. Wo bin ich? Ich bin gefangen. Da ist ein Tisch. Ich pinkel hier jetzt mal hin. Ach, Mods. Gut, dass das durch die Dielen durchläuft ins Erdreich. Hier, komm. Nimm den Ball. Oh, gibt's doch nicht. So, Mods. Bring den Ball hierher zu mir. Genau, hierher. Ja, genau, ja, feiner Hundi. So, einmal gucken, Wetter. Ne, erstmal Bildungsfernsehen mit. Farmer Friend. Ja, Jimmy. Erinnere dich daran, worüber wir gestern gesprochen haben. Über das Treibhaus, stimmt's? Zweifelst du immer noch an seiner Nützlichkeit? Naja, der Innenraum des Treibhauses ist schon sehr klein. Ja, das stimmt. Seine Grundfläche müsste nur 7x7. Genau, und deswegen kann man nicht sehr viel im Treibhaus anpflanzen. Das heißt, du solltest im Treibhaus nur das anpflanzen, was du wirklich brauchst. Tja, dann weiß ich nicht, ob es wirklich nützlich ist. Jimmy, ja. Hey, la. Jimmy, das Treibhaus ist immer nützlich. Allein, dass du im Winter solche Sachen wie Gurken und Tomaten anpflanzen kannst und Mais und dass du immer eine Ernte hast. So, Wetter wird auch gut. Und heute haben wir einen Geburtstag. Gray hat heute Geburtstag. So, wir versorgen einmal unsere Tiere. Und nur eben einmal abbürsten, ansprechen. Notfalls scheren und melken. Und das ist das, was die Zwerge nicht machen. Die füttern nur. Ja, und bürsten die ab. Auch wenn wir schon hier sind. Ach, Emma, du siehst wieder glücklich aus. Oh, und Stumpfi, du siehst aber heute glücklich aus. Stumpfi? Mach dich nackig, du Sau! Milch, Wolle. Was wollen wir mehr? Dann noch Plattfuß, der auch wieder glücklich aussieht. Vielleicht sollten wir den Hund auch mal wieder draußen rumlaufen lassen. Wäre ja cool, wenn wir den draußen rumlaufen lassen und der uns mal irgendwie was Nettes findet, irgendwas Nettes bringt. Hier, Herrchen, guck mal. Ich habe Holz gefunden. Hier, Herrchen, guck mal. Ich habe Geld gefunden. Hier, Herrchen, guck mal. Ich habe ein Bein gewollt. Nee. So, Eier. Wir brauchen Eier. Nimmst du das Ei mal mit? Erstmal alles. Alles verkaufen. Wir brauchen so viel Geld. Nein, das Huhn wollen wir nicht verkaufen. Ah, die Zwerge, die versorgen die Hühner schon. Die brauchen wir nicht füttern. Dann gehen wir heute mal Holz fällen. Ganz viel Holz fällen. Fangen wir ganz oben an. Da ich nicht weiß, wo Gray ist gerade. Unser Werkzeug ist ja eh noch in der Aufbereitung, dann ist der Schmied eh geschlossen. Und ich weiß nicht, zu welchen Uhrzeiten der im Gasthaus ist. Dann kriegt der dieses Jahr halt nichts zum Geburtstag. Außerdem ist es viel wichtiger, dass wir unsere Farm auf Vordermann bringen. So, da war einmal Holz. Hep.
noch Holz? Nee, aber wir haben hier Gott. Hallöchen! Ich suche Bäume, um Holz zu schlagen und was zu essen auch. Bevor du hier Bäume umhaust, hör mir gut zu. Sei nicht unachtsam. Die Berge sind ein großes Geschenk für uns Menschen. Ja, hab schon verstanden. Soll nur das kaputt hauen, was eh am nächsten Tag wieder da ist. So wie dieser Stein. Eine Runde wieder angeln. Ob wir hier überhaupt was fangen? Weil so nah am Wasserfall. Ich würde es ja anders machen. Ich würde da einfach ein Netz hinhängen. Und jeden Tag einmal kontrollieren kommen. Hey! Ein mittelgroßer Fisch. Und auch noch sehr schnell alles gefangen. Ich bin wirklich überrascht. Positiv überrascht. Haben wir hier oben das Holz jetzt weggehauen? Nein. Blöder Baum, nimm das! Und das! Was hast du davon, im Weg zu stehen? Und du, dir geht's wie dein Bruder. Nimm das! Und das! Zur Mittagszeit legst du dich schlafen für immer! Einmal erholen. Nachdem wir die zwei Baumstümpfe gekillt haben. Ja, so wie das dampft und wenn wir da Eier drin kochen können, muss das wirklich kochend heiß sein. Oder die Eier in Harvest Moon haben einfach einen so niedrigen Garpunkt, dass wir die im lauwarmen Wasser schon kochen können. Fertig, bevor wir es 4 Uhr haben, dass wir noch beim Holzfäller eben in der Hütte vorbeischauen können. Dir geht's wie deinen Brüdern, du blöder Baumstumpf. Nimm das und nimm das und das nimmst du auch noch. Und du Baumstumpf? Was hast du da gerade über meine Mutter gesagt? Was hast du jetzt davon? Huh. Damit du nicht so alleine hier rumstehst. Da schicke ich dich doch mal zu deinen Brüdern in den Holzhimmel. Das wird eng. Das wird richtig eng. Aber wir haben es geschafft vor 4 Uhr. Nein, verschlossen. Hey, du Pansen. Oh, du bist das Kalana. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Wie war's denn gemeint? Ich lebe tief in den Bergen, ganz allein. Da habe ich schon merkwürdige Dinge gesehen. Du siehst aus, als hättest du Angst. Na, du, da solltest du dich bald mal auf den Heimweg machen. Die merkwürdigen Dinge, die du gesehen hast, das war bestimmt dein Gesicht im Spiegel. Rasier dich mal. Mach mal deine Augen weiter auf. Dann sehen die Sachen für dich auch nicht so komisch aus. Ach Mensch.
Füßen. Ah, den Fisch, den können wir noch eben in eine Verkaufstruhe packen. Na du? Wo soll ich mir die Hände waschen? Tada! Pfui! Lass das! Hätte ich lieber am Tisch gegessen, aber zum Warten war ich zu hungrig. Was macht ihr da immer mit eurer Hand? Ach, du isst was. Oh, dann habe ich den anderen Zwerg irgendwie da. Leider etwas vorgeworfen, was er nicht gemacht hat. Leider zu Unrecht für etwas beschuldigt, was er nicht getan hat. Das tut mir leid, Kalmi. Kommt nie wieder vor. Jo, Digga, ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Tust du das? Tust du das wirklich? Ja, wenn du damit glücklich wirst. Und irgendwer muss ja die Waren auch hier reinholen, ne? Oh, und ich dachte, er macht da was Unanständiges. Dabei hat er nur sein Lunchpaket gegessen. Da hat er einfach nur zu Feierabend was gegessen. Aber dafür stellt er sich mitten aufs Feld? Hat er Angst, dass die anderen ihm was wegfuttern? Haben wir noch irgendwas? Na, wir haben nichts zu verkaufen. Egal. Wir können ja versuchen, ob wir Grey eine Grete schenken können. Wir waren eh lange nicht mehr im Gasthof. Vielleicht ist er jetzt ja noch da. Vielleicht können wir ihn ja noch gratulieren. Schön wär's. Boah, alles so trostlos, so verlassen hier. Aber trotzdem irgendwie schön. Wo wir gerade hier jetzt erst Hochsommer haben, freue ich mich jetzt auch schon auf den Winter. Ich weiß nicht mal warum. Im Prinzip ist der Winter eigentlich eine richtige Scheißjahreszeit. Es ist kalt und es ist gefährlich für Autofahrer und auch für Fußgänger und für Fahrradfahrer, weil man ausrutschen kann. Hier. Ach, wie scheußlich! Wie kannst du mir sowas bringen? Entschuldigung. Ob ich das Land immer noch hasse? Kein Sarkasmus, bitte. Entschuldigung. Alles Gute zum Geburtstag. Schnell raus hier. Dachte, wir könnten ihm das vielleicht schenken, aber war wohl nix. Können wir hier zum Arzt? Und was ist, wenn jetzt ein Notfall ist, wenn ich mir zum Beispiel aus Versehen die Hand abgehackt habe? Oder mir aus Versehen irgendwie einen Fuß abgehackt habe? Oder mein Hund hat mir einen Finger abgebissen? Soll ich dann bis morgen früh 9 Uhr warten? So, jetzt müssen auch ein paar mehr Leute im Gasthof sein. Guten Abend, ihr Suffköppe. Ich bin froh, dass es hier so guten Wein gibt. Ich kann jeden Abend in die Schenke gehen. Duke, rede mit mir. Oh, Kalana, bist du fertig mit der Arbeit? Wo ist Won? Na, bist du mit der Arbeit schon fertig? Das geht dir die Scheiße an, Rick. Dieses Dorf und ich haben eine lange gemeinsame Geschichte. Ich fotografiere jetzt hier in der Gegend schon seit 20 Jahren. Ich will zeigen, wie Menschen und Tiere zusammenleben. Der Bürgermeister unterstützt meine Arbeit, wie sein Vater, der alte Bürgermeister, vor ihm. Mann, bist du steif. Vielleicht sollte er das Stativ unter die Kamera setzen und nicht... Lassen wir das.
Lassen wir das. Und schon wieder so spät. Ich glaube, dann sollten wir auch schon wieder schlafen gehen. Und wie viel Holz haben wir jetzt schon? Wie viel Holz? Ganz viel Holz! 341. Das hat sich doch gelohnt heute. Dann war heute mal ein echt erfolgreicher, guter Tag.